Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu King of Retail. So, wir sind ja immer noch im Konzernmodus unterwegs, haben dick die Werbung rausgehauen, alles. Und bestellt habe ich Ware auch nochmal. Und damit ab ins Geschäft und Werbung, Werbung, Werbung. So, was sind wir denn hier? Kleiner Laden, was auch immer das heißt. So, hoffen wir, dass der Herbert pünktlich ist. Da kommt er schon. Ich muss hier auffüllen. Wenn wir direkt mal schauen, kann ich hier irgendwas schon weiterschreiben? Ich hatte doch bei den Berühmtheiten noch irgendwas offen, oder? Das mach ich gleich. Moin, Herbert. So, leert mal ab den Scheiß. Ich brauche die Ware. Kann ich hier schon mal auspacken. Tschüss, Herbert. So. Amina war jetzt wirklich so eine. Also hier haben wir jetzt wirklich lange dran geknabbelt, aber wir haben denn die Kohle für unseren Shop, ne? Gott sei Dank. Und danach gründen wir endlich den Sparfuchs, wenn wir diese Aufgabe bewältigt haben. Das ist halt wichtig, ne? Der Sparfuchs muss in der Stadt sich etablieren. Der muss Fuß fassen. Und dann brauchen wir ihn nicht mehr in fremden Shops rumwildern, sondern haben unseren eigenen Shop. Und dann können wir immer mehr Shops gründen und das passt doch. So, alles ausgepackt, sehr gut. Schnell alles aufhängen hier, bevor jetzt der Laden aufgeht. Beziehungsweise ist ja schon auf, ne? Kommen schon wieder die ersten Kunden. Zack, haben wir nachfüllen auch wieder Punkte bekommen. Sind wir dort auch wieder aufgestiegen. Namaste. Hi, spare 2 seconds. Ich bin sofort bei Ihnen, junge Frau. Ich muss nur eben schnell hier einräumen. Ja, Sie sehen doch, dass ich gerade alleine bin und wie kann ich Ihnen denn helfen? Dann erzählen Sie mal, wie ich Ihnen helfen kann. Hose? Hemd? Okay, ein Hemd. Die Frau möchte ein Hemd haben. Kriegen wir doch hin, oder? Ah, ich würde sagen, kriegen wir hin. Thank you. Nimm dir mal ein Hemd, was du brauchst. So, dann gucken wir mal. Da kommen die Leute schon. Also ihr seht schon, ich komme jetzt mit dem Marketing nicht mehr voran. Kommen einfach zu Hey, viele Leute have a in den minute? Laden. Ne? Nee, ich kann jetzt nicht kommen. Ich bin hier am Verkaufen. Das geht nicht. Excuse me. Sie sehen doch, dass ich alleine bin, Mann. Dann müsst ihr wieder gehen, da kann ich nichts dafür. Ich muss verkaufen hier. Entweder kauft er richtig viel oder lasst es bleiben. So. Entschuldigung, der Herr, aber Sie sehen doch, ich bin hier alleine an der Kasse. Was soll ich hier tun? Sagen Sie es mir. Ich weiß, dass der Kunde König ist, aber ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Ich bin ja nicht. Sie sind ja nicht mein König, sagen wir es mal so. Mein Gott, nee, also. So eine Flitzpiepe, ne? Ehrlich, ohne Witz, du. Krieg ich Mongoletten. Ja, ich muss schon wieder aufhören. Ja, das wird nicht viel geben heute mit Marketing, glaube ich nicht. Hey, got a second? Ich komme sofort. Ich habe hier drei Leute. Soll ich die Kasse schließen und ihnen helfen? Der Verkäufer ist König. Haben Sie da schon mal was von gehört? Dankeschön. Hören Sie mal. Was glauben Sie, wir sind? Nur weil Sie YouTube-Star sind, hier von den Berühmtheiten, können Sie machen, was Sie wollen. Ich kriege nicht jeden in den Hintern, ja? Hey,
Na, ich kann nichts machen. Aber wer will denn da hinten wieder Hilfe haben, Mann? Ich denke, sie sind ein Teschi. Warum wissen sie denn nichts? Hey, a little help. Hey, got a second? Oh, guck mal, jeder will hier Hilfe haben von mir. Jeder will Hilfe haben. Oh, das gibt nichts. Ja, das gibt nichts. So, und die wir bezahlen. Kunden an der Kasse gehen vor. Der Kunde ist König. Ach Gott, da kommt die Touri-Gruppe. Die habe ich ganz vergessen. Hoffentlich kaufen die was, die Touris. Da müssen wir mal gucken. Spare 2 seconds. Jetzt wollen die schon Hilfe haben, die Touris. Oh, der hat aber viel gekauft, hier der Mann. Wir müssen den Eingang ein bisschen frei halten. Have a minute. Guten Tag. So, was hat der denn so alles gekauft? Komm, von den 20 Leuten, die uns von dem Reisebüro vorbeigeschickt haben, haben vielleicht jetzt 2 Leute, 3, 5 Leute was gekauft. Was willst du da erwarten? Und dann wollen die ja nur noch Provision haben oder was, ne? Das sind immer dieselben Leute. Immer dieselben Leute. Komm, wir haben schon 13 und ich komme nicht zur Werbung mehr. Ich komme nicht mehr zur Werbung. Dann muss ich jetzt immer vor und während der Arbeit machen und dann einräumen und dann kann ich nicht zur Kasse kommen und all so ein Späßchen. Ich meine, die Leute, die lassen ja Geld hier. Es ist ja nicht so, als würden die kein Geld hier lassen, ne? Aber die müssen auch verdammt nochmal erkennen, dass ich auch mal was anderes zu tun habe. Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier an der Kasse stehen und warten, bis dass die ihr Geld vorbeibringen. So, wenn die zwei jetzt raus sind, komme ich wenigstens an den Computer. Das ist schon mal viel wert. So. Jetzt haben wir uns aber Luft gemacht. Jetzt haben wir denen alle gezeigt. Oh, der hat wieder so viel gekauft. Tschüss, Rotschopf. So, schnell an die Kasse hier. Weitermachen. Zack, komm. Ich muss ein bisschen Werbung durchbekommen. Ich bin heute ein genervter Verkäufer. Es kann nicht sein, dass ich für jeden Heckmeck hier schell. Ja, einen kriege ich auf jeden Fall noch durch im Walk of Fame. Was ist denn, da kommen sie. Ja, ich komme. Guten Tag. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, Gott sei Dank. Nachricht vom Vorstand, herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Bedingungen unserer Vereinbarung erfüllt und wir freuen uns sehr über Ihre Bemühungen. Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit. Wir hoffen, Sie in Zukunft wiederzusehen. Vertragsende, sehr gut. So, wir haben 16.400. Ich denke mal, das reicht für unseren eigenen Konzern. Wir speichern mal eben ganz kurz. Und jetzt würde ich sagen, marschieren wir zum Rathaus und gucken mal, was da so abgeht. Beraten lassen. So. Ja, und dafür kennen wir uns ja noch vom letzten Mal, ne? Ich muss jetzt mal hier oben hin. So, was war der Typ jetzt nochmal? Unternehmensberater, ne? Genau. Erzählen Sie mir, ich möchte einen Konzern gründen. Das machen wir jetzt, das kostet 500. Ja, natürlich. Perfekt. Wird besorgt. So, dann geht's jetzt los. So, unser Unternehmen heißt Sparfuchs. Ja, lass mal bei Sparfuchs, ne? Oder? Lass mal bei Sparfuchs. Ja, Sparfuchs einfach nur, ne? Hier machen wir nichts. Und hier unterschreiben wir jetzt. Also, wir gründen jetzt sozusagen unser Unternehmen. Hier unterschreiben. Zack, Avatar X. Unterschrieben. Und schon sind wir eigener Besitzer, ne? So, mal gucken. Kann ich auch irgendwie meinen... Was war das jetzt mit dem Konzept?
Dieses Geschäft muss ein Konzept. Da kann ich jetzt nicht bestimmen. Was war die nochmal? Und er war, was war er nochmal? Immobilienhändler, genau. Jetzt ist die Frage, mieten wir an oder kaufen wir? Lass mal vom Gebäudekauf gucken. Ein teurer Ausweg. Nächste. Wenn Sie bezahlen, erwerben Sie volles Eigentum an Gebäude, einschließlich der Baugenehmigung. Ja, okay, aber wo kann ich die jetzt erwerben? Anmietung? Nee, das ist auch falsch. Hier, was kann ich mit der nochmal? Erzählen Sie mir vertraglich. Nee, achso, hier wollen wir nicht hin. Ja, aber wie kriegen wir denn jetzt hier so ein scheiß Dings? Komm, ich bin frisch gebackener Unternehmer, ja? So. So, wo kann ich jetzt was kaufen hier? Aha, hier sind die ersten Gebäude, die ich kaufen könnte oder mieten könnte. Schauen wir mal. 116 Quadratmeter, das ist zu viel Geld. 116. 48, das geht eigentlich, ne? Haben wir aber außerhalb was? Hier können wir außerhalb was uns mieten erstmal. Ich glaube, die sind günstiger, ne? 48, sehr niedrig. Lass mich mal überlegen, was haben wir denn hier? Viele Bauern, ne? Das gefällt mir eigentlich nicht so. Haben wir sonst noch hier irgendwas, was wir hier... Oh, guck mal da oben. Also warte, hier müssen wir eben gucken. Also hier bezahlen wir... Ja, was heißt denn? Sehr niedrig. Achso, die können wir, glaube ich, nur kaufen, ne? Statt mieten. Hier hinten ist aber zu mieten, oder? Perfekt zum Erweitern. Hauptzieher hin verlegen. Au, das kostet natürlich viel Geld, ne? Warte mal. Wo kann ich denn noch einen Hauptsitz erstellen? Kann ich nur... hier kann ich einen Hauptsitz machen, ne? Der kostet mal locker 3 Millionen. Hallo? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? So, was haben wir hier? Perfekt zum Erwerben. Okay, der kostet 2000. Tägliche Wartungskosten 200. Und Anschaffungskosten 2000. Zulässige Anzahl an Konzepte 1. Zulässige Anzahl an Geschäften 2. Muss ich jetzt... Gebäude erwerben. Warte mal gucken, was kostet das denn? 27.000, die haben doch einen am Arsch. Am Arsch hängt der Hammer, Alter. Boah. Das ist schon 10.000, Konzepte 6. Ja, müssen wir hier mit dem ganz kleinen anfangen, ne? Also hier war zulässige Anzahl an Konzepten 1. Anzahl zulässiger Geschäfte 2. Ja, komm, kauf mal das, sonst bleibt ja nicht viel übrig. Eigentumsübertrag von Empty Building. Dadurch geht es das Eigentum an den Grundstück. Aber wartet mal. Wartet mal. War es nicht so, dass ich auch irgendwas mieten konnte? Und die Rentner sind hier ziemlich hoch. Was ist hier? Sind die Ökos ziemlich hoch, ne? Gebäude erwarben. Okay, ich habe nichts gesagt. Miete kaufen. Aha, Moment, hier ist tägliche Miete. Na. So, was haben wir denn hier? Sehr hoch. Tägliche Miete, alles zu viel Geld. Alles zu viel Geld, alles zu viel Geld. Also links können wir schon mal ganz abhaken. Ne? Dann gucken wir mal hier. Ah, hier war das der Scheiß. Viele Rentner sind das, ne? Und Bauern. Ne? Aber Ökis haben wir auch viel. Gebäude erwerben. Miete, tägliche Miete 700. Ne, komm, wir nehmen das. Unterschreiben erstmal. Wieso? Wie? Kapiere ich jetzt nicht.
Das kapiere ich jetzt nicht. Haben wir jetzt schon irgendwo wo unterschrieben? Nee. Wieso habe ich denn die... Warte mal. Achso, ich muss erstmal hier das mieten. Dann miete ich das jetzt hier. Habe ich gemietet, so. Also das ist jetzt sozusagen mein Firmensitz, ne? Genau. Und hier das Geschäft kann ich anmieten, ne? Genau. Zack, unterschreiben. So, dann gehört das jetzt uns. So, jetzt gehen wir erstmal zu unserem Hauptsitz. Jetzt habe ich es kapiert. Und zum Haupt-AQ gehen. So, hier ist also unsere Firmenzentrale. Hallo, kann ich etwas für Sie tun? Erzählen Sie mir von diesem Ort. Ich möchte das Hauptquartier erweitern. Ich möchte ein neues Konzept beginnen. Was ist das denn? Nee, da warten Sie wieder. Da gehe ich noch nicht dran. So, was kann ich denn hier sonst noch? Hier sind, wo ist denn mein Büro hier? Das könnte doch mein Büro sein hier. So, Managerübersicht. Bauern, Reichtum, Bauern, Ökologen, Techies. Okay, das heißt also, wir müssen mit Computer anfangen, ob wir wollen oder nicht. Aber wo kann ich denn... Wo kann ich mein Dingens denn bauen? Wo kann ich mein... Sitzen die jetzt alle hier, meine Mitarbeiter? Oder wie ist... Oh, hier geht es irgendwo hin. Erste? Null. Ey, bin ich jetzt ernsthaft runtergefahren? Ist das witzig. So, leeres Geschäft, da haben wir da. Aber wo kann ich jetzt mein Konzept ändern? Ich muss schauen, wo ich mein Konzept ändern kann. Was haben wir hier? Neue Manager einstellen. Ja, ich will erst jetzt mal selber ein bisschen im Geschäft arbeiten, ne? Ja, dann gehe ich jetzt hier raus und gehe dann halt zu meinem Geschäft, ne? So, mal gucken. So, dann gehen wir hier hin zu unserem Geschäft. Und ja, ich möchte jetzt dahin reisen. Hallo? Habe ich das jetzt gekauft? Ne. Kapier ich das Grundstück im Besitz des... Aber wie komme ich da jetzt hin? Ich würde jetzt gerne hingehen. Wieso kaufen? Nee, nicht kaufen. Ich würde da gerne hinreisen. Wie komme ich da hin, Freunde? Ich gehe nochmal zurück zu meinem Geschäft. So, hier habe ich einen Button hinreisen, aber wie komme ich jetzt da oben hin? Muss ich jetzt alles von hier managen, ohne Witz? So, was passiert denn, wenn ich hier drauf gehe? Informationen vorbestellen, Vertrag, Geschäft verkaufen, Informationen. 48 Quadratmeter. Nee, ich will aber Löhne, Hauptquartier, Miet. Achso, warte, hier kann man mal reingucken. Also, 1300, Haku-Miete, Cashflow des Konzerns. Die Schätzungen basieren auf den Geschäften, okay, die wir haben. Ich verstehe. Aber das ist nicht das, was ich will. Ich will ja mein Logo und so alles anbringen, ne? Neuen Manager einstellen. Nee. Auch nicht. Neuer Manager einstellen? Auch nicht. Das ist das. Ja, aber was ist denn jetzt mein Büro und so? Hier kann ich gar nichts. Ich möchte jetzt irgendwie zu meinem Geschäft hinkommen, ne? Ich möchte ein neues Konzept. Sie möchten, dass der Boden eines neues Konzept vorbereitet. Ja, bitte. So. Ah, was macht der? Was macht der? Scheiße. So, was ist jetzt passiert? Was hat der gemacht jetzt? Hallo? Scheiße, shit, shit. So, jetzt haben wir doch das hier, ne? Neues Konzept.
Wählen Sie ein Konzept. Ja, aber welches Konzept denn? Warte mal. Irgendwie kapiere ich das nicht. Informationen. Oh, warte, ich muss jetzt Geld überweisen dahin, ne? Ich überweise jetzt einfach mal mein ganzes Geld dahin. 13.900 Euro. Hä? Falsches Komma gesetzt, wieder wie immer. 13.000. Ein Punkt, 13.900 Euro. Dann macht er wieder nur 139. Was soll denn das? Dann gebe ich mal gar nichts ein. 13.900. Überwiesen. Akzeptieren. Aber was ist denn das neue Konzept? Wählen Sie ein Konzept. Welches Konzept habe ich denn? Nee, das will ich nicht. Geld ist überwiesen. Der Konzern ist pleite. So, ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob ich jetzt dahin komme. Ich habe auf jeden Fall 0 Euro in der Tasche. So, und ich müsste jetzt eigentlich dahin können. So, und das ist natürlich eine bittere Pille jetzt. So. Also, ich kann jetzt dahin reisen. Gucken wir uns nochmal an. Viele Rentner und Ökis. Wir müssen auf die Ökis gehen. Die Teschis noch nicht mal so. Und die Bauern. Okay. So, dann reise ich jetzt mal dahin und dann gucke ich mir das an. Ich muss ja irgendwie jetzt meinen Laden aufbauen. Da neues Konzept. Ach, sag nicht, das Ding heißt neues Konzept. Ich will das aber umändern. Ey, der heißt ja jetzt nicht ernsthaft neues Konzept, oder? Alter, nee. Das muss ich aber mal ganz schnell wieder... Das geht ja mal gar nicht. Kann ich hier irgendwie noch was ändern? Da muss ich nochmal zurück in die Firmenzentrale. Junge, da muss ich auch mal ganz schnell los. Warum kann ich das jetzt nicht ändern? Ich meine, wir können es jetzt zur Not noch schnell verkaufen, ne? Und ich komme jetzt auch gar nicht mehr so in die Firmenzentrale rein, wenn ich ehrlich bin, ne? Wie kann ich denn das umbenennen hier? Habe ich jetzt die Möglichkeit irgendwie... Ich muss jetzt erstmal die Musik ein bisschen leiser machen. Okay, wir können auch Hip-Hop alles ändern hier, ne? Pop machen wir, ne? So, jetzt ist die Frage, wie kann ich den Namen und so ändern? Und wie komme ich jetzt... Ich glaube, ich komme da jetzt nur noch hin... Ja, wir müssen jetzt damit arbeiten. Das machen wir später im Büro, wenn wir zurückkommen. Also, dann lass uns mal hier pinseln. Den Boden. Wir bleiben so, wie wir immer waren. Und ich denke mal, das ist okay. So, das hier. Das ist ja unser Lager hier. So. Ich will jetzt auch nicht wirklich so viel Geld ausgeben eigentlich. Das kostet jetzt alles Geld und das ist ja unser Geld. Das müssen wir jetzt erstmal wieder erwirtschaften. Ne? So, das Lager ist fertig. Jetzt kommen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die kriegen erstmal einen schönen Boden. Einen schönen fluffigen Boden. Ah, der passt doch, ne? Den hat man eben, das ist ja dieser Pinkelboden. Der geht eigentlich gut. Aber die Farben vom Geschäft und so gefallen gar nicht. Das, wie gesagt, das ändere ich später. Jetzt schauen wir mal eben die Wände. Was nehmen wir denn für Wände? Ich meine, die waren ja eigentlich gar nicht schlecht, ne? Komm, lassen wir die erstmal drin, bis wir irgendwie was Besseres haben. Das geht ja, ne? So, jetzt müssen wir hier den Computer reinbauen. Erstmal sind die ersten nächsten 10.000 nämlich weg.
Zack. So, das reicht dann aber auch schon. Dann gehen wir jetzt hier hin und machen jetzt hier einen exklusiven Laden. Wie gesagt, wir sind ja eigentlich grün, weil wir sind der nicht grün, sondern wir sind orange. Wir sind der Sparfuchs. Also werden wir uns danach orientieren. Dann gucken wir uns das Ganze mal in orange an, wie der Scheiße aussieht. Das ist so, puh, Bruder, da muss ich aber los. Da aber ganz schnell, oder? Ne, ich glaube, das ist das hier besser. Ja, das wird mir schon eher zusagen. Wir müssen ja demnächst auf die Corporate Identity aufpassen. Wir legen jetzt erstmal hier aus. So, und was geben wir denn da an die Wände? Ich meine, das sieht ja nicht schlecht aus, so ein Store, ne? So, exklusiv so. Aber der müsste dann noch ein bisschen mehr, so dunkel. Ne? Bisschen so hell. Also ich will nicht die schon wieder nehmen, die haben wir ja schon in unserer letzten Folge gehabt. Das gefällt mir also dann nicht wirklich. Ich würde mir mal ein bisschen mehr wünschen. Ach komm, die Wände nehmen, aber die haben wir zwar allerdings auch gehabt, aber die passen ja soweit. Wir machen das Geschäft jetzt fertig. Wir trimmen das hier schon komplett auf den Trödelfuchs, obwohl das ja hier ein neues Konzept ist. Aber das ändern wir später hier. Dann benennen wir das Geschäft auch um in Trödelfuchs. Das ist eigentlich soweit ansehnlich, finde ich. Die Kasse müssen wir jetzt noch kaufen. Und ihr seht unsere Kohle, wo die hinmarschiert, ne? Ich glaube, wir sind noch einen Ticken zu früh gekommen mit dem Geschäft. Müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Ich glaube, die Kasse war besser, ne? Aber ich würde gerne mal eine andere Farbe haben wollen. Was ist hier mit? Nee, das geht gar nicht. Das ist schon soweit okay. Das geht gar nicht. Da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so die haut mich jetzt vom Hocker, ne? Da fand ich... Warte mal, das und das da oben finde ich doch immer noch, glaube ich, am schönsten, oder? Ja. So, nehmen wir jetzt Sonnekasse, so eine Kasse oder Sonnekasse? Ich würde bei einer einfachen bleiben erstmal. Wir können später immer noch umbauen. Und wir werden jetzt die da hinsetzen, ne? Oder setzen wir die... Puh, schwierig. Wir können den Laden ja auch irgendwie nicht vergrößern, ne? Ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Also ich mache die jetzt erstmal auf. Ne, kann ich ja nicht aufmachen. Jetzt kaufen wir erstmal Sachen ein. Wir müssen jetzt gucken, dass wir so viel wie möglich reinkriegen. Jetzt schauen wir nochmal. Was haben wir gesagt? Wir haben hier viele Bauern. Viele Bauern haben wir hier. Rentner sind viele da und Studenten und die Ökis. Da müssen wir Produkte für die Ökis kaufen. Ne? Dann schauen wir mal. Ich würde aber sagen, wir machen hier am besten erstmal einen Computerladen von, weil das halt die meiste Kohle irgendwie bringt. Ne? Aber wir haben jetzt natürlich auch nicht so viel, was wir einkaufen können. Lass uns mal schauen zusammen in der im Artikel bestellen, was es hier alles gibt. Okay, ich kann wahrscheinlich nur eine Sache bestellen, irgendwie kalt. Was kann ich überhaupt bestellen? Ich kann wahrscheinlich noch gar nichts bestellen, weil ich gar nichts fertig habe, ne? Das ist übel. Ich kann noch gar nichts bestellen. Oh Mann. Wir haben noch gar nichts erforscht. Habe ich denn jetzt soweit Dings fertig? Ne, habe ich nicht. Dann gehe ich hier nochmal hin. Bevor wir da ein blödes, böses Erwachen bekommen. Dann bestelle ich hier mal drei so Dinger. 3, 6, 9. Und dann werden wir hier die... Da sind wir jetzt bis jetzt auch in den Shops gut mitgefahren und die wurden eigentlich nie voll, ne? Das ist natürlich besser jetzt so oder so, wie wir das eben hatten.
Einmal hier. Dann kaufen wir das nochmal. Und drehen das Ganze. Was? Wieso habe ich nur 1000? Was habe ich gekauft? Scheiße, ich habe das große gekauft für 5000 statt die. Alter. Ich glaube, das geht in die Hose. So, ich eröffne das Geschäft mal. Wir werden sehen, ob wir jetzt platt gehen oder nicht. Ja, 300. Da können wir schon direkt einen Kredit aufnehmen. So ein Rotzedreck. So, und ich kann das Konzept gar nicht ändern. Warum kann ich das Konzept nicht ändern? Das kann doch nicht sein. Freunde, wir haben den Fehler unseres Lebens gemacht. Ja, was soll ich jetzt für 300 noch bestellen? Wir haben keine Aushängeware, kein gar nichts. Ja, ich habe keine Ware zum. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich schließe jetzt und werde direkt das Geschäft wieder abgeben. Ich habe Minus gemacht. Beziehungsweise ich kann mir einen Kredit holen. Warte mal. Noch ist nichts verloren. Dann müssen wir halt mit dem Kredit anfangen. Haben wir Scheiße am Bein. Haben wir Scheiße am Bein. 5000 Kredit aufnehmen. Zack. Tägliche Zahlung 500. Boah. 10.000. Komm, wir nehmen das. Haben wir das jetzt beantragt oder nicht? Nee. Ausloggen. Habe ich jetzt zwei Kredite am Laufen? Ich habe zwei Kredite auch noch aufgenommen. Oha, das gibt viel Arbeit. So, wir machen um 20 Uhr zu. Ja, aber ich brauche das Geld. Also müssen wir jetzt 1000 Euro verdienen irgendwie. Sonst bin ich pleite. Ihr könnt es, ja, war mir schon klar. Na, schauen wir mal, dass wir jetzt eben zum Konzern kommen, zur Stadt. So, lass ich mal eben gucken. Ja, wieso habe ich jetzt minus 13.000? Wie geht denn das? Ich kapiere das ja irgendwie nicht, ne? Ganz ehrlich, ich kapiere das nicht. Ich habe doch gerade 10.000 aufgenommen. Wieso bin ich jetzt so im Arsch? So, mein Logo will ich jetzt hier einmal. Das, was ich haben möchte. Ja, woher soll ich jetzt wissen, welches Logo ich habe? Ich kapiere das nicht. Und hier müssen wir auch mal irgendwie was machen. Warte mal. Ich glaube, wir haben schon die erste Folge übelst verkackt, Freunde. Ne? Ganz ehrlich, wir haben total verkackt hier. Die erste Folge total verkackt. Da ist unser Sparfuchs-Logo. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die Farben hinbekommen ungefähr. Von dem Orange irgendwie. Ich würde mal so. Verwendung auf Logo. Ne, so. Was steht hier? Vorinformation. So, aber ich würde jetzt noch meinen Namen umändern. Neues Konzept, nämlich ins Sparfuchs. Spar. Ne, mach mal anders. Sparfuchs. So. Geändert. Nein. Ich hab doch... Da ist doch unser Dingens. Verwende auf Logo und diese Farbe will ich haben. Heißt nicht ganz die Farbe, diese Farbe hier. So.
Zack. Ist das jetzt richtig? Aber wieso sind wir jetzt minus 2? Das ist unser Sparfuchs. Das ist mein Logo, was ich gemacht habe. Aber mein Problem ist jetzt. So, ich möchte gerne das hier. Nee, ich habe gar kein Geld dafür. Ich muss Klamotten nehmen. Kosten, um zu entsperren, 20. Öffnen. Jetzt habe ich noch 10. So, und dann fangen wir an mit. Niedrig. Was kostet das? 10, ne? Ja, mit T-Shirts müssen wir anfangen. Zack, 10 haben wir die Punkte ausgegeben. Ja. Super, 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 super. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache, Freunde. So, und dann. Hallo, hier ran. Informationen. Hemden und für Bauern. Ja. Das kann nur ein Schlag in der Hose werden. So, vielleicht sollte ich nochmal. Hier ist unser Logo. Seht ihr das Sparfuchs-Logo? Und wieso habe ich ein blaues Hemd an? Ich verstehe, ich muss doch eigentlich ein Dingens anhaben. Und im Übrigen hätte ich dieses Logo hier vorne, hätte ich dahin gehangen. Nur so zur Info mal, ne? Ja, komm, wir gehen in die Stadt und gucken, was passiert. Ja, also wir wollen ja zu unserem Laden, ne? Da ist der Sparfuchs, hinreisen. Und gucken, ob wir da jetzt Kohle haben oder nicht. Da ist der Sparfuchs. Ah ja, jetzt haben wir das orange Hemd an. So, hier ist unser Logo, ne? Schön gemacht, wieder selbst erstellt. Und jetzt sind wir im Sparfuchs, aber wir haben... Ach doch, ich habe ja hier Geld. Ah, sehr gut. Ich habe schon gedacht, ich hätte kein Geld. Dann heißt das jetzt mit anderen Worten... Ich habe zwar Geld, aber keine... Na, ihr wisst doch, was mir fehlt. Ich habe keine Dingens, ne? So, das nehmen wir Dings und Weiß. Nee. Warte mal. Oben du. Unten du. So. Sparfuchs. So. Nehmen wir mal hier hin ein. Jetzt müssen wir gucken, wo wir was hinplatzieren. Weil wir haben echt begrenzt nur Platz. Ne? Hemd. So. Wir dürfen nicht so viel kaufen. Ich würde trotzdem 2 kaufen wollen. Hemd. Hemden. 2 Stück reichen erstmal. Wir sind ja beim Sparfuchs, aber ich kann halt nichts bestellen. Ne? Das ist der Doofe. Tja, was nehmen wir beim Sparfuchs? Was günstiges müssen wir auf jeden Fall nehmen. Fangen wir erstmal mit das Billigste vom Billigen an, würde ich sagen. Fangen wir mit Fun and Games an. Dann nehmen wir das 5 Stück. Dann nehmen wir davon 5 Stück. Nehmen wir davon 5 Stück. 5 habe ich gesagt und davon habe ich gesagt 5. So, hätten wir einen Haken weg. Jetzt haben wir nochmal 2, ne? Dann würde ich doch schon was teurer einsteigen. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht 6. Warum macht der immer... Nehme ich davon. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, kann ich nicht zählen oder was? 1, 2, 3, 4, 5. Haben wir schon mal. Und das sollte erstmal reichen. So, bestellen wir den ganzen Kladderadatsch. Aber den werden wir natürlich heute nicht mehr hinbekommen. Die Leute können jetzt reinkommen oder auch nicht zum Sparfuchs. Aber das nützt uns nichts. Guck mal, ist das Logo nicht cool? Das ist doch cool geworden, oder? Sagt mal ehrlich, Freunde. Der Sparfuchs, ein bisschen böse ist der. Aber das macht nichts. Ja, wir können ja eigentlich schon wieder die Bude schließen. Ne? Da machen wir heute ein bisschen Werbung. Und zwar, was haben wir gesagt? Werbung für... Personal, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier wieder Manager-Scheiße, ne? Am Bein und kann nichts. Also ich muss für die Bauern müssen wir. Die Bauern, da müssen wir richtig mal hier reinkloppen. Dann komm,
auf die Bauern drauf und fertig los. Wir haben Zeit satt heute ohne Ende. Es wird keiner in den Laden kommen. Das war schon jetzt Käse, was wir gemacht haben, ne? So, ab auf die Bauern und gib ihm. Dann arbeiten wir uns heute Marketing hoch. Im Sparfuchs. Aber hey, ist okay. Es ist okay. Wenn man nicht schließt oder aufpasst, dann passiert das schon mal. Und das finde ich ehrlich gesagt eine ganz doofe Entscheidung, dass man nicht während des Spiels nachbestellen kann. Wir werden jetzt richtig Minus machen gleich. 1000 ziehen die uns ab für Dingens, für die Kredite. Dann werden die uns 1000 abziehen für die ganzen Unterhaltskosten. Da heißt 200 für den Akku. Denn die Miete für den Laden, also 3000 müssen wir am Tag schon umsetzen und das wird schwierig, das wird echt schwierig. Und das ist das, ne? In dem Managergeschäft, das ist ein knallhartes Business, entweder friss oder stirb und wir werden sterben, hundertprozentig. Also mit unter 30.000 würde ich nicht nochmal anfangen wollen. Dafür haben wir schon direkt bei den Bauern das erste Mal was rausgekloppt. Denn die Ökis, da haben wir auch mal was raus. Klatsch, volle Granate, Renate in die Dingens rein. Wie gesagt, ich meine, hey, was wollen wir machen, ne? Wir haben den Anfang total verkackt mit auch noch 10.000 Euro Kredit drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weil man einfach zu schnell verklickt, ne? Aber es war, wie gesagt, unser Ding. Wir wollten den Sparfuchs haben. Jetzt stehen wir auf eigenen Beinen. Jetzt müssen wir auch mit unseren Fehlern leben, ne? Wir können aber jetzt wenigstens eigene Verkäufe und so einstellen, das geht schon. Ich denke mal, wenn wir sich ganz dumm anstellen, sollten wir es eigentlich geschafft bekommen. Geschäft ohne Ware. Oh mein Gott, wie konnte das passieren? Aber so kriegen wir das Marketing halt schnell hoch. So, nächste. So, gucken wir mal eben, was haben wir hier in der Stadt? Ja, ging ja gar nicht, ne? Ich glaube, die Studenten waren auch nicht schlecht vertreten hier, ne? Zack, Studenten sind dran. Dann gehen wir nochmal auf die Bauern nachher. Ne, die Ökis, ne? Genau, auf die Ökis gehen wir eher. Ich verstehe halt die
Mir sind noch nicht so wirklich, ich hatte eigentlich immer gedacht, das wären so die Leute, die das kaufen, aber im Grunde genommen sind das nur immer drei Farben, die ich da sehe, ne? Vielleicht ist das jetzt hier im Konzernmodus anders, da bin ich mir noch nicht sicher. Das schauen wir gleich mal. Ich frage mich nur, welche Bilder der postet, wenn wir noch nicht mal Ware haben, ne? Bestimmt außen vom Dings im Laden hier. Boah, wir haben. Oh, wir sind ein Level aufgestiegen. So, komm, nicht lange warten. Direkt die nächsten raushauen bei den Bauern. Guck mal, da sind schon drei Kommentare. Das ist doch schon nicht schlecht. Zack, der nächsten bei den Bauern reinknallen. Damit hier morgen richtig die Kirmes los ist. Mann, hoffentlich findet der Herbert uns. Ich hoffe, dass der Herbert uns findet hier. Wir sind ja jetzt ne, im eigenen Sparfuchsunternehmen. Und ab jetzt ist das Spiel so fast so, wie wir es gespielt haben. Also wir bauen jetzt den Laden auf, machen ihn größer und so weiter und so fort. Also wir können ihn ja jetzt nicht vergrößern, weil das ist nicht unser Eigentum. Aber wenn das hier läuft, werden wir den erweitern, keine Frage. Aber wir müssen erstmal schauen, wie sich das so alles entwickelt hat, ne? Was ich auch nicht mehr mache, ich werde auf jeden Fall nicht mehr so schnell so groß. Also wenn ich was vergrößere, grundsätzlich ist das immer das Lager, immer. Damit ich dann so direkt 50 Produkte auf Lager habe oder so. Da kriegen wir noch einen kleinen Tweet raus gleich. Ja, ne? Komm, einen kleinen Tweet kriegen wir bei denen noch raus, ja. Sind zwar nicht viele in der Stadt, aber was soll's. Den kleinen Tweet hier können wir noch nutzen. Zack, bei den Reichen rein da. Vielleicht können wir die auch mehr in den Fokus ziehen. Vielleicht ist es jetzt hier in dieser neuen Version implementiert, dass man den Marketinganteil sieht. Und eins steht fest, wer bei mir gut arbeitet, der hat auch die Chance auf einen Filialleiter. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, dass ich das ganze Unternehmen hier aufbaue. Das heißt auch inbegriffen, dass ich meinen Manager mit hochpushe, ne? Also ich muss erstmal gucken, dass ich selber hochkomme, bevor ich hier andere sagen kann, so und so geht das hier, ne? Oder funktioniert das hier. Und wir können derzeit halt nur Hemden bestellen, weil wir haben ja auch nur Hemden erforscht, ne? So, Geschäft ist zu. Ich hoffe, dass ich den noch rausbekomme, den Tweet. Wenn ich den Tweet, den Dingens, ne? Ja, sollte ich aber geschafft haben. Und dann gehen wir mal zurück. So, und jetzt gucken wir, was uns abgezogen wird jetzt. Bam. Da sind wir schon gut im Arsch, Freunde. Dann schauen wir mal direkt, was jetzt hier als Überraschung kommt direkt. Bankverwaltung, lieber Besitzer Sparfuchs, wir haben festgestellt, dass Ihr finanzielles Konzern gefährdet ist. Wir fordern daher den sofortigen Handel. Bitte überweisen Sie das Geld so schnell wie möglich zu Ihrem Konzern, damit der Konzern weiterhin funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, ja. Damn. So, wir haben noch 2000, aber ich sag mal so, wir konnten jetzt einiges retten.
Was heißt einiges retten? Die Uhrzeiten, alles sind soweit okay. Ich würde sagen, wir machen an dieser Schluss ein ereignisreicher Tag und wir sehen dann, wie es morgen läuft, wenn die ganzen Pakete ankommen. Bis dahin danke ich fürs Zusehen und würde sagen, tschüss, ciao und